So, hi Leute. Ich zeige euch heute, dass ich fleißig war. Der Basic Robot, den ich gezeigt habe, dass ich den übernehmen werde, den habe ich übernommen und habe da jetzt irgendwie einige Sachen reingebaut, unter anderem irgendwie ein paar Sachen irgendwie erweitert, die vorher nicht funktioniert haben. Fly, Coroutine, Drop. Aber ich habe Ignite implementiert. Ignite heißt, ich habe einen TNT Subminer gebaut. Den zeige ich euch jetzt gleich mal. Ich mache das auch nur in Englisch. This is I modded the basic Robot for mine test and added some features. Now I have Stripminer, who can ignite TNT, and I have written a small script, a small stripmining script, and you can see the script here. This is the script, and I think the stripminer is here somewhere. Where is the stripminer? Stripminer should be here somewhere. I have uploaded that thing. TNT Stripminer, there it is. Okay. So you can try this out on your own server, and I will try this. I will go on in German from now on. Okay, dann wollen wir mal sehen. Wir gehen mal in die Höhle runter. Ich habe hier auch einen neuen kleinen Fahrstuhl eingebaut, der irgendwie, das ist auch ein Mod, der jetzt implementiert ist. Das ist ein bisschen mühselig gewesen vorher und jetzt geht das irgendwie deutlich besser. Und dann wollen wir mal so gucken, wie das dann aussieht. Das geht sehr, sehr tief runter. Es ist irgendwie deutlich tiefer als, ihr seht, 330 haben wir jetzt. Ist deutlich tiefer als bei Minecraft. Minecraft ist eine sehr viel kleinere Welt, was das angeht. Und mein Test ist gigantisch dagegen. Ist gigantisch. Und jetzt wollen wir mal gucken. Also ich habe hier unten ja, hier unten war ja der Platz, an dem ich schon mal gestripmined habe. Dieser Bereich hier, da war ich irgendwie einfach nur gerade in die, mit ganz vielen Robotern gerade in den Keller gegangen. Und hier habe ich schon mal Tests gemacht, die waren allerdings nicht besonders fruchtbar, weil hier nicht kein Gold war und kein nichts. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir irgendwo hinkommen, wo ein bisschen Gold ist oder sowas. Und dann mal sehen, ob wir da vorankommen. Oh, hier ist irgendwie gerade. Da oben ist aber etwas. Das heißt, ich bin hier irgendwie hochgekommen. Da. Hier war ich schon mal. Genau. So, da wollen wir mal kurz hoch. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo hingehen auf einen der Bereiche, wo ich dann irgendwie schon mal war und wo sich das dann meines Erachtens nach gelohnt hat, da ein bisschen zu minern. Hier war ich irgendwie zum Beispiel drin. Das hat sich gelohnt. Hier war irgendwie etwas drin. Ich könnte jetzt mal gucken, ob hier noch mehr drin ist. Das weiß ich nicht. Und wir probieren es hier einfach mal aus. So, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hatte hier was gefunden, vielleicht ist hier noch mehr. Werden wir gleich sehen. Also, ich zeige erstmal, wie das funktioniert. Ich packe den Miner hin. Ich muss vorbereiten, dass ich nur die Wand übrig lasse, die, wo er hin minern soll, also diese hier. Er taucht ja darüber auf und das heißt, da geht er dann rein. So, dann müssen wir erstmal den vorbereiten. Wir packen ihm 10 Ladungen TNT rein. Mehr ist meistens nicht nötig, weil der nach 32 bis 64 aus der Map rausläuft und bleibt dann stehen. Das heißt, er kann das nicht einladen, den Kram. Deswegen mache ich das so. Und ich gebe ihm auch noch ein bisschen Cobbles. Naja, das habe ich ein bisschen zu wenig davon. Okay, also nochmal, so gibt man noch ein bisschen Cobbles dazu. So was ich, 20, 30 Stück, damit er Löcher stopfen kann. Aber es ist sowieso, wenn das irgendwie uns unsafe ist, die Gegend, dann sollte man das eh nicht machen mit dem Ding, weil irgendwie, wenn da Wasser oder Lava ist, dann geht's richtig los. Und das war es eigentlich auch schon. Das war der ganze Setup. Und ich starte ihn jetzt einfach mal. Er dreht sich um und sagt jetzt removed. Ach so, ja klar, weil er hat natürlich das Programm noch gar nicht. So, man muss erstmal das Programm reinpacken und das funktioniert natürlich. So, stopp und start. So, da geht er jetzt rein und scannt und wenn er irgendwie irgendein Ore findet, das in irgendeiner Weise interessant ist, wie zum Beispiel Eisen ist für ihn interessant genug, dann fängt er an, das zu strip minen. Das heißt, dann er macht jetzt erstmal einen Fluchtweg fertig.
Das ist das Erste, was er macht. Dann scheint er drüben irgendwie R zu sein. Also da hat er irgendwie schon was gefunden. So, dann kommt die erste Explosion. Ich gehe mal ein bisschen auf Distanz. So, das ist das erste Loch, das er gemacht hat. Und jetzt fängt er an, weiter reinzugehen. Und jetzt gucken wir mal, was er gefunden hat. Also er hat 9 Dings hier und 2 Miese hat er schon gefunden. Und jetzt geht er noch weiter rein. Also meistens ist es nach 4, also er sagt jetzt, in welchem Hole, ah scheiße, das ist Hole, er zählt die hoch, momentan ist hier noch ein Bug drin, das liegt aber nicht, also die Version, die hochgeladen ist, ist korrekt, das ist das, was hier in meinem Copy-Paste-Buffer war, ist noch falsch. Da ist noch ein kleiner Bug drin, das zählt er dann hoch, das ist Hole 1, Hole 2 und so weiter und momentan macht er auch zu viel Distanz und die Löcher halten nicht so direkt, sind nicht direkt zusammen. Und das habe ich alles repariert. Und da kommt der nächste. Bam. Jo, da kommt jetzt irgendwie einiges zusammen. Und das kommt jetzt hier alles schön rein. Ich kann jetzt hier irgendwie einfach mal gucken. Und er zeigt dann irgendwie an, in welcher Distanz er etwas findet. 3, 2 oder so. Das ist alles schon ganz schön. Das funktioniert ganz gut. Und ich sollte jetzt gleich mal das. Ich mache das gleich nochmal. Und nimm eine aktuelle Version von dem Skript. Ja, und das meint er jetzt irgendwie schön zusammen und holt den ganzen Kram rein. Und das ist natürlich irgendwie sehr angenehm, wenn man das so macht. Man braucht sich null da. Ach, einen Diamanten habe ich auch schon gefunden. Ha. Jo, so geht das. Und jo. Und das geht immer weiter und da scheint irgendwie noch einiges. Ah, zweiter Diamant gefunden, das ist nicht schlecht. 2 Miese, 2 Diamanten, bisschen Kupfer. Ja, in dieser Tiefe hier ist nicht mehr so viel Kupfer, das ist sehr tief. Das ist, obwohl es geht auch, aber ja, dickt halt. Das ist jetzt ein ganz intelligenter Algorithmus. Das, was ich da hochgeladen habe, ist neuer als das, was ich jetzt hier gerade laufen lasse. Das ist eine alte Version halt. Ich hole gleich nochmal die aktuelle, die kann ich ja hier irgendwie rauskopieren aus dem Skript. Da kann ich ja mal gucken. Und das müsste eigentlich gehen. TNT-Strip-Miner. Und das Ding hier kann ich raw mal gucken. Genau. Alles markieren. Copy. Copy. Und dann ist er schon durch. Also er sagt dann am Schluss, wenn er durch ist. Wenn er aus der Map rausläuft, also wenn er in einen ungecharteten, also das ist ja eine Entity und kein Player, das heißt, der Bot kann keine Map aufdecken. Und deswegen fängt er dann an, stehen zu bleiben und das stelle ich fest und dann bricht er auch ab. Das dauert aber eine Weile. So. Und deswegen breche ich ihn jetzt einfach mal ab. Und ich guck mal, ob das jetzt die neue Version ist, die ich hier habe. Man kann es wieder nicht sehen, alles klar. Nochmal kopieren, kopieren und so. Das müsste ich ihn eigentlich haben. So, das müsste jetzt der neue sein. Die Anzeige von Hole, Hole. Genau, das ist sie. Das ist das neue Ding. So, um den jetzt weiterlaufen, also praktisch der hat jetzt gestoppt. Der macht jetzt nicht mehr weiter. Ich stopp den mal. Und hole mir den ganzen Kram da raus. Alles, was wichtig war. Und den Rest lasse ich gleich mal vergammeln. Das kommt dann weg. Und Kohle ist hier nicht so viel. Der Kram, den kann ich hier dann sichern. Und dann wechsle ich jetzt mal den Arbeitsstandpunkt und den Rest hier, tja, da müsste ich eigentlich noch eine Lösung für finden, wie ich das eigentlich am besten vernichte, dieses Zeug, weil das ist ziemlich nervig, der Kram, der hier irgendwie so rumliegt, das ist nicht gut. So, jetzt wollen wir erstmal möglichst viel hier reinpacken und diesen ganzen Cobblestone-Kram, den loswerden. So, wollen wir mal loswerden, 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 loswerden. Und mehr, denn ich kann ihn nicht zerlegen, bevor ich ihn nicht leergeräumt habe. Also im Prinzip müsste ich jetzt irgendwie dem Bot noch sagen können, okay, schmeiß den ganzen Cobblestone-Kram raus und dann werde ich irgendwie entsprechend leer
dann ist er entsprechend leer. So, das ist ja leer. Das heißt, jetzt kann ich ihn zerhacken. Und den ganzen Kram hier lasse ich einfach mal liegen. Und davon habe ich wirklich genug. Und wir gehen das jetzt nochmal weiter. Da unten ist. Bin ich hier irgendwie hochgekommen? Ich bin von unten nach oben gekommen, richtig, genau. So, übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das gewisst, aber wenn ihr irgendwie so eine Brücke baut oder sowas, dann fallt ihr ja manchmal runter. Dass, wenn man Shift drückt und rüber geht, dann kann man nicht runterfallen. So, das ist irgendwie ein Trick, den ich irgendwie gerade gelernt habe. Das wusste ich nicht. Das ist übrigens bei Minecraft genau dasselbe. So, hier sind wieder, hier ist Ore, dass man so einfach pflücken kann. Das lohnt sich hier nicht, den Kram zu Strip-Minern. Aber guck mal hier, hier ist irgendwie sogar Diamant. Und das ist natürlich, das liegt hier ganz offen rum. Das heißt, hier ist eine ganze Menge. Und das können wir ja uns immer. Was ist das denn jetzt hier? Achso, klar, meine Fackel ist aus. Klaro. So, dann holen wir uns jetzt mal kurz das Diamantenzeug hier mal raus und setzen den hier an und minern hier mal irgendwie den Bereich, der hier reingeht und gucken mal, ob da was bei rauskommt. So. Ich bereite das mal vor. Da geht das rein. Ich fange jetzt nochmal einen tiefer an, dort. Und damit er irgendwie hier richtig schön in den Berg reinhauen kann. Und dann gucken wir mal, dass wir den irgendwie strip-minern hier. Zack. Packen wir das Programm rein. Speichern. Dann bereiten wir ihn vor, dass das irgendwie alles schön geht. Zack. Zack, zack. Das kann man natürlich auch parallelisieren. Also man kann jetzt mit 5 oder 6 oder 7 von den Dingern gleichzeitig losgehen. Und man sollte ein bisschen mehr TNT mitnehmen. Ich wollte es ja auch nur ganz kurz zeigen. Cobblestone, damit er Löcher flicken kann oder sowas, aber das ist eh wurscht. So, jetzt wollen wir mal sehen. Start. Robot is available out of operations. Oh. Jo, da sind noch so Kleinigkeiten drin. Das heißt, der hat zu wenig. Der hat irgendwas gemacht, was teuer war und wo ich ihn hab. Das verstehe ich nicht, warum das zu teuer war, aber egal. Ich starte ihn einfach nochmal. Das kann nicht sein. Oh ne, das geht nicht. Da muss ich erstmal wieder einen hinlegen. Wenn er schon mal gebuddelt hat, dann muss ich ihn irgendwie was hinlegen, was er dann zerstückt. So, dafür hole ich mir erstmal kurz einen von den Cobblestones raus, pack das Cobblestone-Ding dahin. Der muss vor einer Wand stehen. Das ist eigentlich jetzt das ganze Ding. So, ich weiß nicht, warum er eben gestoppt hat. Das werden wir gleich sehen. Route of Available Operations. Warum? Warum zum Teufel? Okay. Das ist. Naja, gut, egal. Irgendwie, das ist noch ein kleiner Bug. Ich korrigiere das gleich mal und das dauert mir jetzt. Das ist ja der falsche Editor dafür. Ich arbeite nicht so gern hier drin. Und der buddelt und ich habe ihn vielleicht irgendwo vergessen beim Buddeln zu sagen, dass er. Dass er Kosten beim Buddeln hat oder so. Weiß ich nicht. Borehole 1.6. Also erstmal hier ist er. Start digging, danger scan, die Kosten. Dig forward. Dig forward ist nicht. Das ist klar. Das ist 6. So. So, und dann ist das wird gleich noch korrigiert. So. Wo hatten wir eben stehen geblieben? Irgendwie, ich brauche nochmal Storage. Ich brauche nochmal den hier. Und nochmal rein. Jetzt geht das. Das wird, wie gesagt, gleich irgendwie gleich korrigiert und hochgeladen. So. So, und er guckt, ob da was ist. Stone with Mese. Jo, da wird er wahrscheinlich irgendwie gleich sprengen. Also er scannt irgendwie danach, ob irgendwie in der Nähe irgendwo was ist. Und wenn da was ist, dann sprengt er das. Und mal gucken. Bam. Na, oh, kommt noch ein bisschen Eisen dazu. 5 Mese habe ich jetzt gefunden hier. Und ein Kupfer. Zack, das geht irgendwie richtig. Das geht Schlag auf Schlag. 5 Mese ist schon nicht schlecht. Das ist nicht so wie Redstone in Minecraft, das ist deutlich seltener als der Minecraft-Kram, finde ich. Also Gold und ja, da kommt noch mehr. Keine Ahnung, was kommt da noch mit rein? Placing.
Stummes Iron, also Eisen, habe ich gekriegt. Er sagt auch immer, was er gefunden hat. Und das kann man irgendwie im Skript irgendwie einstellen, nur, wonach er suchen soll. Also, dass er das nur sprengen soll, wenn Gold, Mese oder Diamanten da sind, zum Beispiel. Und alles andere soll er ignorieren. Und dann habe ich ihm so geschaltet, das sind zum Beispiel, ja, das sind schon mal zwei Diamanten. Das ist schon nicht schlecht. Das geht ruckzuck, wie man sieht. Also, man braucht hier nicht viel zu tun und das geht ganz gut. Und man kann irgendwie genau eintragen, welche Sachen man haben möchte und welche nicht. Und er strip mined eigentlich diesen Kram und das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Wir gucken uns gleich mal an, wie das denn aussieht, was er hinterlassen hat. Das machen wir uns. Den Spaß machen wir uns. Jetzt zählt er auch sauber also durch. Jetzt ist er in Hole 4 und er hat insgesamt 10 TNT-Pakete. Und er würde irgendwie bis zu 10 gehen und weiter hat das meistens sowieso keinen Sinn, weil irgendwie die Map hört dann irgendwann auf. Also 4 ist normalerweise das, was ich kenne, was er macht. Und mehr als 4 ist eher selten. Aber 5 macht er jetzt. Also es ist jetzt schon 5 mal 5. Das heißt, ihr müsst jetzt in der 25er Tiefe sein. Das heißt, es sind 25 mal 5. Das heißt, er hat jetzt schon 105. 125 Dinger abgegraben. Das ist das schnellste, ich glaube, das ist das schnellste Mining, das momentan möglich ist. Und das würde natürlich genauso funktionieren in Minecraft. Ihr müsst das dann natürlich dann modifizieren oder so, ist klar. Also der Skript ist, keine Ahnung, ob ich glaube, dass dieses Computer Craft auf Minecraft kann das auch, aber deswegen schreibe ich ja das Mod hier, das Modul irgendwie selbst. Ja, ist ja in Hole 7. Das war schon ganz gut. 5 Mesekristalle, 2 Diamanten, 22 Eisen, 12 Kupfer und eine Menge Schrott. Ja, muss man ja auch sagen. Also Schrott, ich glaube, den Schrott, den muss ich das Skript mal verändern, dass er den Schrott gleich rausschmeißt oder so. Damit man gar nicht mit rumnervt oder so. So, Hole 7 ist er jetzt. Da ist er, bis 8 geht er. Und dann ist er durch. Also ich glaube, dass er bei Hole 7 bereits am Ende von dem ist, was sinnvoll möglich ist. Also ich hatte ihn früher auf 8, jetzt habe ich ihn auf 10 erhöht, aber 10 wird er niemals ankommen. So, ich stoppe ihn einfach mal. Ich glaube, da passiert nichts mehr. So, stoppen. Dann hole ich mir den ganzen Kram raus, der irgendwie interessant ist. Und den Rest schmeiße ich gleich weg. Der wird jetzt wieder gesalvaged. Und mein TNT ist auch schon fast aufgebraucht. Insofern irgendwie müsste ich sowieso zur Oberfläche zurück. Ja, und dieser ganze Schrott hier, der nervt jetzt. Da muss man sich was überlegen für. Das muss ich immer im Skript vielleicht ein bisschen angehen. Ich schmeiße das mal raus. Schmeiße das raus. Und hier noch mehr Storage. Dok, dok, dok. Ich habe so viel von dem Kobbelzeug. Das kann schon nicht mehr wahr sein. Das ist relativ nervig. Zack und zack. So, und noch einmal Kobbel. Ja, einen lasse ich hier drin, damit ich den. So, und jetzt wollte ich mir noch einmal kurz, wollte ich euch zeigen, wie das Ding da drin aussieht. Also praktisch, was er gemacht hat, er hat erstmal Sicherheitsabstand gemacht, ist dann hier reingegangen und jetzt sieht man, dass er hier irgendwie alles schön auseinandergenommen hat. Ich mache hier mal irgendwie ein bisschen Licht. Hier unten, den hat er nicht mehr gesehen, deswegen, und die sind am Rande sozusagen, die hat er nicht eingesammelt. Er sprengt den Kram in die Luft und macht automatisches Einsammeln. Wie ihr seht, irgendwie macht er das, irgendwie lässt er irgendwie gerade eben einen stehen. Das heißt, man kann danach nochmal reingehen und hier abräumen und alles rausholen, was er irgendwie schön freigelegt hat. Hier zum Beispiel, der ist auch nicht freigelegt worden. Den kann man jetzt schön sehen. Da kann man noch einen schönen Diamanten sehen. Die Arbeit, die man jetzt hier machen muss, ist minimal. Und ich mache das mal so, dass man hier ein bisschen gucken kann. Das ist also eine ganze Menge freigelegt, was jetzt da ist, wo man irgendwie überall reingucken kann. Und das ist, oh, gucken wir nochmal ein Dings hier raus. So, und hier. Nochmal. Also, hier ist eine ganze Menge Eisen.
Und ich glaube, da sind wir eigentlich auch fast durch mit jetzt. Das war jetzt schon irgendwie, ich glaube, dass, also wenn man das von Hand abarbeiten wollte, da wären wir jetzt schon eine Weile beschäftigt bei. Insofern ist Automatisierung mit dem Bot schon eine, keine schlechte Sache. Und hier hat er aufgehört, weil er sticht ihn einfach aus der Control Range. Also er ist ja hier in einer neuen Map gewesen. Jetzt könnte ich irgendwie weitermachen, weil irgendwie dadurch, dass ich als Player jetzt hier war, ist er weiter reingegangen. Ich hätte auch gleich hinterhergehen können, dann würde ich dabei, während er vorwärts geht, die Map aufdecken und dann könnte ich irgendwie auf diese Art und Weise Strip minen ohne Ende. Und ja, das war's und ich glaube, damit sind wir eigentlich auch durch und ja, viel Spaß beim Mindtest. Kommt doch mal auf den Server.